Wie kann man in Deutschland Steuer optimieren? Wie dribbeln internationale Milliardenkonzerne Steuergesetze? In welchem Land fällt die Geldwäsche am einfachsten? Und wo kann man ein riesen halblegales Wettbüro-Business aufziehen? Beiträge über Steuerparadiese gibt es alle paar Monate mal wieder und den besten Ruf haben diese Praktiken nicht gerade. Für die meisten sind solche, nennen wir sie Schlupflöcher, irgendwie mit Briefkastenfirmen und so einem Quatsch verbunden. Aber warum eigentlich? Das Problem ist, dass 90% der Leute Steuerparadiese von der falschen Seite betrachten. Illegal, unehrenhaft und schlecht. Als Turbokapitalisten wollen wir uns gegen diesen Trend stellen und den Leuten mal die schönen Seiten von Steuerparadiesen aufzeigen. Hast du dich auch schon mal gefragt, wie es die großen Konzerne à la Google, Apple etc. es jahrelang geschafft haben, praktisch keine Steuern in Europa zu zahlen? Dann ist das Double Irish Dutch Sandwich die Antwort. Double Irish Dutch Sandwich ist das wahrscheinlich wertvollste Sandwich der Welt. Noch wertvoller als wahrscheinlich die Teile von diesem Typ. Und das funktioniert so. Kleiner Disclaimer, jetzt wird's ein bisschen kompliziert. Ein Unternehmen richtet zwei Tochtergesellschaften in Irland ein. Eine Holding und eine operative Gesellschaft. Deswegen schon mal Double Irish. Das eine heißt operativ, weil da halt auch wirklich irgendwelche Operationen stattfinden. Also zum Beispiel werden da die Handys verkauft. Die Holding ist einfach eine zweite Firma, die über der operativen sitzt und diese hält bzw. diese Firma besitzt. Deswegen nennt man das Holding. Und jetzt kommt der Trick. Die Geschäftsführung der Holding setzt man einfach in irgendein Niedrigsteuerland wie Bermuda oder Cayman Island oder sowas. Einerseits kann dann die Geschäftsführung dann nice Mojitos am Strand genießen, aber vor allem ist dann diese Holding-Kompanie nicht nach irischem Gesetz steuerpflichtig und muss in Irland keine Steuern zahlen. Und wer es noch nicht gecheckt hat, natürlich muss die Geschäftsführung nicht mitten ins tropische Nirgendwo ziehen. Ein solider Briefkasten reicht da meistens einfach aus. Wenn jetzt die Holding Gewinne erwirtschaftet, sind diese steuerfrei. Einziges Problem, die Gewinne werden ja unten in der operativen Gesellschaft erwirtschaftet. Jetzt müssen nämlich die Gewinne halt irgendwie von da unten hoch in die Holding kommen. Und in Irland gibt es bei solchen Fällen die sogenannte Quellenabgabe, die ähnlich wie ein Zoll fungiert in Höhe von 20%. Für Konzerne wie Google oder Apple sind das immerhin mehrere Milliarden Euro pro Jahr. Also relativ schlecht. Das heißt, wir müssen das Ganze irgendwie dribbeln, weil sonst könnten wir auch ganz normal in dem Land Steuern zahlen. Deswegen braucht man noch einen kleinen Trick und da kommt dann das Sandwich in Holland ins Spiel. Zwischen zwei EU-Ländern verschieben kostet nämlich nichts. Also wird noch eine Gesellschaft in Holland gegründet, die noch nicht mehr Angestellte braucht. Man überweist dann die Gewinne von der unteren operativen irischen Firma nach Holland und von dort dann ohne Abgaben an die Holding ins Steuerparadies, da Holland so eine Abgabe wie in Irland nicht hat. Und fertig ist das Sandwich. Wenn dann nervige Reporter euch mit Fragen durchlöchern, könnt ihr einfach sagen, dass ihr euch in jedem Land an die Steuergesetze haltet und lügt dabei noch nicht mal. Würdet ihr das alles übrigens nicht machen, würdet ihr einem Bericht zufolge 25% abdrücken müssen, statt jetzt nur 0,02%. So würden euch also jedes Jahr mehrere Milliarden Euro durch die Lappen gehen. Aber leider ist das Double Irish Dutch Sandwich seit 2020 nicht mehr erlaubt. Ah, gut. Trotzdem, auf der Tierliste würde ich sagen, packen wir es nach oben ins S-Tier. Das Double Irish Sandwich ist effizient, allseits beliebt und passt eigentlich genau zu unseren Ambitionen. Das Ganze geht übrigens auch in Deutschland, aber dazu später mehr. Wir kommen jetzt erstmal zu einem Land, in dem sicherlich einige von euch schon waren, aber das niemand von euch als Steuerparadies auf dem Schirm hatte. UK. Das Brexit hat das Land von nervigen EU-Regularien befreit und somit den Weg freigemacht für kompetitivere Steuern. Ihr habt wahrscheinlich im letzten Jahr gelesen, dass viele russische Oligarchen schnell ihren Londoner Besitz loswerden wollten und die Russen sind hier nicht die einzigen. Viele Superreiche nutzen nämlich London zum Geldwaschen. Meist läuft das über Immobilien, die als Spekulationsobjekte dienen, aber eigentlich die meiste Zeit nur leer stehen. UK ist ein klassisches C-Tier. Von den Steuerregularien etwas interessanter als Deutschland, aber im Endeffekt ist es immer noch England. Das heißt, du hast schlechtes Wetter plus halt Engländer, von daher, ja. Aber gibt es einen absoluten Champion unter den heimlichen Steuerparadiesen? Das wollten wir von Christoph Heuermann wissen, der keine Steuern zahlt und wahrscheinlich einer der bekanntesten Steuernomaden Deutschlands ist. Er muss es also wissen. Während unseres Gesprächs saß er außerdem auf dem Katamaran irgendwo im Ozean. Bevor er uns aber den absoluten Olymp der Steuerparadiese verraten hat, gab es erstmal noch ein kleines Land, das auch nicht so viele auf dem Schirm haben dürften. Sein Hottipp an uns ist nämlich Estland. Sehr viele Leute gründen in Estland eine Firma, sogenannte E-Residency ist dort möglich. Das heißt, in dieser E-Residency, die wir in einer Woche, in einem Monat beantragen können, können wir komplett online digital eine Firma gründen und komplett online verwalten. Und Estland kombiniert das mit einem attraktiven Steuersystem. In Estland zahlt man keine Steuern, bis man sich Geld aus der Firma per Dividende rauszieht. Dann sind 20%. Es gibt aber die Möglichkeit, sich in Estland ein Gehalt auszuzahlen, das ist steuerfrei. Estland also schon mal solides B-Tier, weil ihr, wenn ihr überhaupt mal da sein werdet, vermutlich eure Ruhe habt und wenn ihr dann mal eure nervigen Steuern macht, könnt ihr es auch mit wem online machen. Christoph hat uns noch seinen absoluten Favoriten genannt. Und die beste Möglichkeit in meinen Augen ist immer noch die USA. Viele denken, bei den USA ist es eine Steuerhölle und das stimmt auch für Amerikaner und für Leute, die in den USA dauerhaft leben. Aber man kann in den USA sehr einfach eine komplett steuer- und buchhaltungsfreie Firma gründen und die auch komplett legal anerkannt führen.
Wichtigster Punkt ist, man darf dabei eben nicht woanders eine Steuerpflicht auslösen. Denn wenn man eine sogenannte LLC in den USA gründet und einen Großteil seiner Einnahmen in anderen Ländern rund um die Welt generiert, werden diese Einnahmen nicht auf Firmenebene besteuert. Machen manche Influencer zum Beispiel ganz gerne. Und wenn man sich dann das Geld aus der amerikanischen Firma auszahlt und auf persönlicher Ebene steuerfrei ist, dann zahlt man also ganz legal gar nichts. Und wie genau wird man als Privatperson steuerfrei? Laut Christoph ist es ganz einfach. Ich würde immer sagen, die beste Steueroase ist es, sich abzumelden, auszuwandern, aber nirgendwo einzuwandern, sprich aus dem System zu leben, als Perpetual Traveler, wie wir das bezeichnen, als Staatenlose sozusagen. Auch wenn Christoph das System offensichtlich feiert, ist es definitiv nichts für alle. Das heißt nämlich in den meisten Fällen, alle paar Monate seinen Standort zu wechseln. Auch ist es daher schwierig, eine feste Wohnung irgendwo zu haben und alle Behörden sind in allen Ländern maßlos verwirrt, wenn man denen sagt, dass man keinen festen Wohnsitz hat. Zuletzt ist man dann natürlich auch aus dem Sozialsystem raus, was für den einen oder anderen Sozialhilfeempfänger unter euch ja relativ uninteressant sein könnte. Aber egal, ab zum nächsten Standort. Die Schweiz, die darf natürlich auch nicht fehlen auf so einer Liste. Man hat niedrige Steuersätze, der Schnitt lag bei rund 17% Einkommensteuer und Sozialabgaben, relativ niedrige Bürokratie, in den meisten Fällen, so wie Estern, kann man alles bequem online machen und super Chalets, um das ersparte Geld beim Abrisski zu versaufen. Also die Schweiz, allseits bekannt, solides A-Tier. Doch was, wenn ihr nicht mehr alleine seid, sondern ein super familienfreundliches Steuerparadies braucht? Der Geheimtipp ist hier Portugal, auch weil es nicht so weit weg ist von Deutschland. Das Portugal Golden Visa macht es zu einem sehr beliebten Einwanderungsland und es gibt eine geringe Kriminalität, das heißt, die Kinder können draußen entspannt spielen und das Bildungssystem ist auch nicht schlecht. Nebenbei werden auch Kryptowährungen nicht besteuert, also ein Paradies für die Krypto-Bros. Gut, ob man jetzt mit denen abhängen will, ist eine andere Frage, aber dieser Award geht nach Portugal. Portugal kann sich aber auch nochmal selber übertrumpfen, wenn wir zu Unge auf die Insel gehen. Madeira ist eine autonome Insel in Portugal und bietet noch so einige andere Vorteile. Unternehmen zahlen auf ihr Einkommen nur 5% Körperschaftssteuer, das ist gerade mal ein Drittel im Vergleich zu Deutschland. Dann gibt es noch steuerfreie Dividenden, Zinsen, Royalties und Lizenzen und wenn ihr Vermögenswerte habt, die nicht materiell sind, zum Beispiel Patente oder so, könntet ihr einfach umsonst übertragen, also an eure Frau, euren Mann, eure Kinder, whatever. Eigentlich wollte die EU mit diesen Vergünstigungen die Wirtschaft auf der Insel ankurbeln und Arbeitsplätze schaffen. In Wirklichkeit ist Madeira aber eher zu einer Art Offshore-Finanzplatz geworden, quasi eine unregulierte Steueroase mitten in Europa. Und das sag jetzt nicht ich, sondern ein Investigativbericht vom Bayerischen Rundfunk. Zum Beispiel haben da auch Weltstars wie Xabi Alonso angeblich Firmen registriert, um Steuern zu sparen. 5 Jahre Haft wurden deshalb gegen ihn gefordert, nachweisen konnte man es ihm aber nicht und naja, heute ist er immerhin Trainer bei Leverkusen. Also Madeira echt top-notch, 10 von 10 Punkten. Und wenn wir jetzt schon beim Thema Inseln sind, kommen hier noch 2 Evergreens. Malta und Zypern sind nämlich auch eine Überlegung wert in Sachen Inselflavor. Vielleicht wollt ihr aber gar nicht auswandern, sondern euch zum Beispiel nur eine Yacht gönnen, ohne nervige Mehrwertsteuer zu bezahlen. Auch da helfen euch die kleinen Länder. Bezahlt ihr sie zum Beispiel direkt, zahlt ihr darauf in Deutschland 19% Mehrwertsteuer. Gründet ihr aber in Malta eine Firma, die das Boot kauft, zahlt ihr darauf nur noch keine Steuer. Jetzt müsst ihr nur noch eine zweite Organisation gründen, an die ihr das Boot verliest. Ihr wollt ja schließlich damit fahren. Darauf fallen dann zwar wieder Mehrwertsteuern an, aber allerdings maximal 6,65% und wahrscheinlich auch der Grund, warum so viele Schiffe hinten drauf Valletta als Heimathafen haben. Was euch in solchen Ländern generell hilft, ist der sogenannte Non-Dom-Status. Das bedeutet, ihr sucht euch ein Land, in dem ihr keine Wurzeln habt, also eure Eltern auch nicht dort geboren sind. Dann müsst ihr als ausländischer Unternehmer euren Hauptwohnsitz in dieses Land verlegen. In Zypern ist das zum Beispiel sehr beliebt. Ein Haken hat die Sache aber, ihr müsst vor allen Dingen ein bereits laufendes Gewerbe haben, denn steuerfrei sind nur passive Einnahmen wie Dividenden, Zinserträge etc. Es lohnt sich also nicht, wenn ihr neu gründen wollt, sondern ja, ihr müsst eigentlich eher eine ausländische Gesellschaft haben, die hohe Umsätze aufweist, von denen ihr möglichst viel behalten wollt. Gut, was aber, wenn ihr möglichst schnell an viel Geld kommen wollt? Also Fast Money. Da gibt es 2 super Optionen. Level 1 sind Wettbüros. Die kann man im richtigen Land ganz einfach gründen und wenn man es clever angeht, sich damit eine goldene Nase verdienen. Malta ist so das typische Land in Europa für Gambling und viele Leute siedeln sich dort an, ob sie jetzt Bunkerspieler sind oder ein Wettbüro betreiben oder dort für Affiliate machen, weil das einerseits niedrige Steuern sind und andererseits es eben viele Lizenzen gibt, um das Business auch rechtssicher zu betreiben. Ja, schon ganz okay, aber wer richtig Cash verdienen will, macht was? Genau, Geldwäsche. Deutschland ist ein Top-Land für Geldwäsche, ein Land mit hohen Steuern, aber mit relativ laxen Geldwäschegesetzen. Wer schon mal versucht hat, in Deutschland ein Konto zu öffnen, weiß, das ist relativ einfach und hat deutlich weniger Restriktionen, wird deutlich weniger gefragt als bei anderen Banken auf der Welt. Das heißt, Deutschland ist in Insiderkreisen durchaus bekannt als Ort für Geldwäsche, wenn man es denn drauf anlegt. Denn ein Haupthindernis, was ihr habt, wenn ihr so richtig schön Geld waschen wollt, ist es, Bankkonten zu eröffnen. Jetzt aber mal die Frage aller Fragen. Wie könnt ihr in Deutschland Steuern optimieren? Ganz so einfach ist es leider nicht, wenn ihr angestellt seid. Ja, das Problem ist immer die Anstellung. Ja? Sprich, wenn man angestellt ist, dann kümmert sich ja der Arbeitgeber sozusagen um die Steuern und man hat selbst fast keine Möglichkeiten mehr, außer vielleicht eine Steuererklärung zu machen
um sich einen kleinen Teil zurückzuholen. Also alles schon verloren? Nicht ganz. Es gibt zwei Hacks. Einer für die angehenden Freiberufler unter euch und einer für die angehenden Managing Directors oder CEOs unter euch. Wichtig ist, es selber gestalten zu können. Sprich, möglichst von der Anstellung auf ein freiberufliches Verhältnis zu wechseln. Gerade wenn man sich dann abmeldet, der große Vorteil ist, wenn man nicht mehr in Deutschland lebt. Und das kann durchaus sein, man ist vielleicht noch ein halbes Jahr in Deutschland, man ist ein halbes Jahr im Ausland, ist abgemeldet, ist ganz legal sozusagen als Perpetual Traveler unterwegs, dann gibt es keine Scheinselbstständigkeit mehr. Sprich, Scheinselbstständigkeit ist nur in Deutschland ein Thema. Als Freelancer steuerfrei aus dem Ausland können wir auch nur für einen Arbeitgeber arbeiten, den mit der richtigen Firma abrechnen und dann auch durchaus steuerfrei sein. Und das kann jeder, der eben nicht mehr unbedingt sein ganzes Leben in Deutschland verbringen will, noch umsetzen. Und wenn ihr richtig Gas gegeben habt, eine Firma gegründet und jetzt zwei Lambos geleast habt? Meistens lohnen sich die legalen Auslandskonstrukte so ab 100.000 Euro Gewinn. Also man sollte so knapp sechsstellig verdienen, damit man zum Beispiel im Ausland, ich habe Rumänien zum Beispiel erwähnt, eine Firma gründen kann mit 1% Steuern. Wichtig ist, dass man die Geschäftsführung aus Rumänien nachweisen kann. Sprich, man muss dann irgendwie einen Mitarbeiter vor Ort haben. Das kostet natürlich auch, was weiß ich, 20.000 Euro im Jahr. So, Freunde, schreibt mal gerne eure Tipps zur Steueroptimierung in die Kommentare und vielleicht auch Locations, die auf unserer Liste fehlen. Hier findet ihr noch unser letztes Video und hier eine Doku von Steuerung F darüber, wie Betrüger bei Amazon mit der Refund-Masche abkassieren.